Ja, hallo, Herr Schlesinger. Hier sind wir wieder im digitalen Raum zur nächsten, zum dritten Veranstaltung hier, Corona in der Abwassertechnik. Sie sind Obmann des Fachausschusses BIZ IV Arbeits- und Gesundheitsschutz und haben mit Ihrer Gruppe viele Sachen erarbeitet, viele gute Sachen erarbeitet. Die stehen auf der Webseite zurzeit und vielleicht können Sie uns einfach mal erläutern, diese TRGA, Moment, ich habe mir das aufgeschrieben, wie das genau hieß. Technische Regeln für biologische Arbeitsstoffe 220, Sicherheit und Gesundheit bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in abwassertechnischen Anlagen, Ausgabe Dezember 2010. So, da kam was raus und wie hat der Ausschuss ist damit umgegangen? Ja, erstmal schönen guten Tag, Herr Heidebrecht. Ja, die TRWA ist ja also eine technische Regel für die eigentliche Verordnung über biologische Arbeitsstoffe. Und die TRWA ist dann runtergebrochen, in dem Falle 220, die Sie gerade schon zitiert haben, für die Sicherheit und Gesundheitsschutz in abwassertechnischen Anlagen. Und über eine große Umfrage auch innerhalb der DWA ist seinerzeit so ein bisschen Unsicherheit eingetreten, nach dem Motto, das kann man schlussendlich alles gar nicht bewältigen, umsetzen in abwassertechnischen Anlagen, was da der Gesetzgeber fordert und im Grunde genommen auch schon mit Teufelswerk abgetan. Und wir haben uns dann vom Fachausschuss, weil da auch die entsprechenden Fragen von anderen Fachausschüssen auf uns zukamen, versucht mal zu klären, dass es gar nicht so schwierig ist. Letztendlich, das, was in dem theoretisch ja, lastigen Papier ein bisschen drinsteht, in die Praxis umzusetzen. Daraus sind dann die entsprechenden Hinweise, Best Practice, Empfehlungen des Fachausschusses entstanden. Wir haben dazu auch länger gebraucht, um entsprechende Beispiele für Kläranlagen, für Kanalbetrieb und so weiter zu erläutern, um eben halt auch praktizierte Beispiele darzustellen, dass eben halt auch in die Praxis umsetzbar ist. Das war der Ansatz oder der Versuch. Ja, ich habe es mir gerade nochmal durchgelesen, auch ganz viele Bilder drin, Erläuterungen. Ich glaube, das ist wirklich was für die Praxis, dass man das, was theoretisch der Gesetzgeber fordert, in der Praxis auch umsetzen kann. Ich habe auch nochmal geschaut, Sie haben auch in dem Pandemiepapier reingeschrieben, die Arbeitsgruppe Reduzierung besonders infektionsgefährdeter Tätigkeiten, Feuerwehrstrategie. Welche Tätigkeiten, meinen Sie, werden heute vielleicht nicht so angesagt? Ich kann mir vorstellen, vor Altersheim, vor Krankenhäusern, mit dem Kanalreiniger da jetzt im Moment zu arbeiten. Was sind so Beispiele aus Ihrer Praxis? Ja, also ich denke, das sind sehr gute Beispiele, die Sie gerade aufführen, weil doch die Öffentlichkeit da eventuell jetzt genauer hinschaut und ja, ich sag mal, ihre Bedenken dann eventuell äußert. Wobei ich immer wieder betonen muss, aus momentaner Sicht ist auch durch ich sag mal, das neue Virus die Infektionsgefahr nicht wesentlich anders geworden in abwassertechnischen Anlagen. Nur sollte man sicherlich da, wo es nicht unbedingt erforderlich ist, und auch insbesondere vor solchen Bereichen, die Sie gerade geschildert haben, dann eventuell sich momentan, wenn es denn technisch oder vom Arbeitsablauf her möglich ist, sich ein bisschen zurückzunehmen und derartige Arbeit mit hoher Aerosolbelastung zu vermeiden, zu minimieren, wie auch immer. Also nicht nur für die eigenen Beschäftigten, was ja vorrangig auch Sinn macht, sondern eben halt auch für die Bevölkerung in umliegenden Gebäuden oder als Fußgänger unmittelbar am Arbeitsgeschehen vorbeizugehen, macht dann auch nicht so viel Sinn. Haben Sie noch andere Beispiele aus der Praxis, wo Sie sagen, lieber ein bisschen zurückhalten, lieber ein bisschen schieben, oder ist das so eins, was so gängiges ist? Ja, ich sage mal, zumindest arbeiten die für den unterhaltlich, in Anführungsstrichen, lebensnotwendig sind, die vielleicht ein bisschen zurückzuschieben, um auch mit dem Mitarbeiter als Ressource besser umzugehen. Ich weiß von einem Bereich, dass Begehungen im Moment nicht stattfinden, also Kanalbegehungen nicht stattfinden, dass nur notwendige Reinigungsarbeiten für Inspektionen und so weiter vorbereitet werden,
aber dann sicherlich hoffentlich unter den Voraussetzungen, die wir gerade besprochen haben, dass ja, eine manuelle Reinigung da, wo es wirklich möglich ist, reduziert wird. Auf der anderen Seite spricht natürlich wiederum einiges dafür, dass der Verkehr im Moment reduziert ist, sodass man also sicherlich geneigt ist, an einigen Stellen mal schneller zu arbeiten oder mal eher zu arbeiten. Ja, hat alles Vor- und Nachteile dabei. Aerosole hatten Sie schon angesprochen, sage ich mal. Es ist ja auch, viele Kläranlagenbetreiber sagen, keine Klassen, Schulklassen mehr, keine Besucher mehr auf die Kläranlage. Das wird sicherlich noch eine ganze Zeit so bleiben. Haben die Kollegen dann noch genug Masken und Handschuhe, Desinfektion? Meine Frau arbeitet im Krankenhaus. Die sagt, wir müssen jetzt immer alles wegschließen, weil da verschwindet plötzlich was. Wie ist das in unseren Unternehmen? Haben Sie da Informationen? Ja, leider ist ja da durch das Problem Coronavirus die Bereitschaft und die Notwendigkeit, sich mit Atemschutz zu versorgen, größer geworden. Obwohl, ich kann nur wieder betonen, vorher war die Gefährdung mit Sicherheit genauso groß. Aber jetzt ist die Bereitschaft, Atemschutz zu tragen, viel größer geworden. Und da sind sicherlich einige Betriebe auch schon überrascht worden, die in der Vergangenheit ihre Lagerhaltung daraus ausgerichtet hatten, wie der Verbrauch der Mitarbeiter war, der sicherlich nicht so hoch war, wie es seit Bekanntwerden eben halt geworden ist. Und dann hat man sicherlich jetzt im Moment ein Problem mit der Beschaffung. Ja. Wenn man da nicht irgendwo besonders gute Verträge hat, wo man vielleicht auch den Lieferanten nebeln kann, die letzten Reserven vielleicht doch noch locker zu machen, hat man da eventuell ein Problem. Und das wirkt sich natürlich dann erst recht auf die durchführbaren Tätigkeiten aus. Ja. Dass eben halt da Aerosole eingesetzt werden, diese Tätigkeiten ohne persönliche Schutzausrüstung, wie zum Beispiel Atemschutz oder Schutzbrillen oder Schutzanzüge, ansonsten mit der entsprechenden Schutzklasse, entsprechend mit hier, wenn man die nicht ausreichend bevorratet hat, dann gibt es da sicherlich für den Betrieb ein Problem. Das ist sicherlich auch bundesweit sehr, sehr unterschiedlich. Ein Betrieb kenne ich, die haben für circa 5 Wochen vorgesorgt jetzt. Hatten anfänglich auch Schwierigkeiten, aber vielleicht kann man da auch, weil man ja systemrelevant ist, da entsprechend die Berufsfeuerwehr für die Gemeinde oder wie auch immer zuständige Feuerwehr, Technisches Hilfswerk oder wer auch immer da eventuell hilfreich beiseite stellen kann und da für bestimmte Sachen eben halt auch aushelfen kann. Ja, okay, also ich fasse nochmal zusammen. Wer das liest und auch befolgt, der ist auf der sicheren Seite. Der braucht eigentlich keine Angst zu haben vor Corona. Wer vorher schon immer ein bisschen laxiger war mit dem Umgang mit Arbeitsschutz, wir kennen das aus Theorie und Praxis, dem empfehlen wir hier, lesen Sie sich das durch, verfolgen Sie das, dann sind Sie auf der sicheren Seite, dann besteht keine Gefahr für Sie. Und arbeiten, wenn Sie keine Schutzausrüstung haben, dann lassen Sie das ein oder andere mal ein bisschen liegen und schieben das nach hinten. Ohne Schutzausrüstung sollte man das nicht machen. Herr Schlesinger, die Zeit ist um. 8 Minuten haben wir schon wieder. Vielen Dank und bis zum nächsten Videodreh. Machen Sie es gut. Ja, gerne. Danke. Wiederhören. Tschüss. Ciao.